Person drin, dass der nicht aufstehen kann. So, jetzt ich darüber. Großartig. Oh oh. Setz mit X. Das war wohl nix. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Bist du in den Rage bringen? Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Ah ja. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Vielleicht hier hin. Kratz. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ich glaube, das bringt nichts. Müssen wir nicht drüber fliegen, ja, genau.
Gegenteil von schwachköpfig sein ist nicht. Ist nicht Literatur. Ist nicht Bücher lesen, Literatur. Ich glaube, da brauchen wir mal noch einen Kubus für. Natürlich nicht. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Getroffen und erwähnt und so weiter. Lass mich nachdenken. Schwebt hier sogar zwischen dem Strahl. Wie kommt man jetzt hier weiter? Das andere noch einfach mal hin. Genau so. Ja, da bräuchten wir noch. Genau das hier. Oder auch nicht. Sehr schön. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich.
Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Sein Motiv ist die Rache. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Doch. Ich kümmere ihn auf der und schon hart hochholen. Okay, da können wir vielleicht hoch. Thank you.
kann ja nur schief gehen. Warte, ich komme nicht zurück. Bleib, wo du bist. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Okay, jetzt muss ich nur noch weiter hoch. Dann haben wir das. Sehr schön. Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut. Können wir die Tests, kann man irgendwie abbrechen, weil... Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Gar nicht mal so eine schlechte Idee. Jetzt brauchen wir nur noch den Kubus dort. Okay, jetzt sind wir hier. Und weiter. Tja. Der Kubus. Versuch mal erstmal hier ranzukommen und zu sehen, was das bewirkt. Aha. Das einen nach unten. Da haben wir noch zum Lesern, ja. Leser müssen wir dann irgendwie umlenken können. Test kann man.
haben wir so eine Umleitung gewusst. Vielleicht, ja. Als bewährte Methode oder vielleicht daneben. Anders. Ich komme jetzt an den hier ran. So ziemlich gar nicht. Seine Rekonzierung wird durchschleudern. Jetzt müssen wir erstmal hochkommen. So aber nicht. Der ewige Kreislauf. Ich glaube, blau muss dann weg. Die orange muss weg. Jetzt hier.
Und die müssen dann beide weg. Jetzt bin ich hier. Die Idee war, dass da reinfallen und da durchfliege. Es geht ja nicht die Straße permanent hier. Ich kann was in der Mitte dann irgendwie ausmachen, dann. Das wäre ein Ding. Ja, der Ansatz ist richtig. Oh, na. Wow, was war das? Müsste ich mittendrin runter und dann könnte ich dann. Durch den Randstrich springen. Wenn man richtig springen könnte. Fallen müsste man da noch können. Dann könnte das was werden. Ah, darf ich auch nicht landen. Das bringt mich ja um. Brauchen wir ein bisschen Hirnschmalz. Das ist halt blöderweise direkt um. Ja, jetzt der Strahl im Weg. Okay, so klappt das nicht. Sein, man könnte unter den Strahl ausschalten. Oh Gott! Da bräuchte meine Kubus ja wieder und dann. Große Scheiße. Das ist meinem kleinen Hirn zu komplex. Nur so raus. Wir haben da den hier, aber da müssen wir irgendwie rankommen. Okay. Ah, verstehe. Verstehe. Der Clou ist folgender.